Ja, hallo miteinander und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Thomas Schmidt Kunst Maratomi. Heute am 7.2.2022 wieder aus Forchheim. Ich bin heute wieder im Schlehenbachtal unterwegs und habe hier eine alte Karte aus dem Jahr 1840. Und da sieht man sehr gut, wie viel Fischweiher es da früher mal gab. Und da möchte ich jetzt mal so schauen. Wir haben es uns ja schon ein paar Mal angeguckt, aber heute anhand der Karte mal, wo die ehemaligen Fischweiher denn überall lagen. Man sieht, heute ist ja nur noch dieser eine hier vorhanden und dann noch der obere, der Kasperlesweiher mit dem oberen Weiher. Hier die Kasperlesweiher, hier ist noch einer und hier noch so ein paar Relikte. Und früher waren das mal, ich glaube, ich habe hier 32 Stück gezählt, das ist Wahnsinn. Ja, auch hier, wo jetzt dieser kleine Sportplatz ist, da müssten mal Fischweiher gewesen sein. Ich gehe dann mal auf die Wiese, schauen wir mal, ob man da noch ein bisschen was sieht, aber ich glaube nicht. Aber bei den hinteren sieht man ja einige Relikte und die schauen wir uns heute mal ein bisschen genauer an. Aber bevor wir uns jetzt diese Relikte anschauen, möchte ich euch noch bitten, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren, falls ihr das ohnehin nicht getan habt. Und ja, dann schauen wir mal, was alles zu sehen gibt. Ja, mit diesem Bachsystem hat man wohl auch früher die ganzen Fischweiher reguliert. Und hier war sicher auch einer der größeren. Es sind dann natürlich auch noch Häuser dazu gebaut worden. Und hier war sicher einer der Weiher. Ich schau mal auf meine Karte. Ja, da wo ich etwa meinen Daumen habe, da waren gleich mehrere Weiher. Also das sind jetzt die unteren, das waren insgesamt 7 Weiher. Heute ist nur ein einziger übrig geblieben weiter unten. Ja, dieser Weg war wahrscheinlich schon damals da. Natürlich sah der anders aus im Jahr 1840. Und das ist jetzt eigentlich ein Gewässer, das damals vielleicht auch da war, wenn das so da so ein Schutzwall war, wenn da mal zu viel Wasser war. Aber das ist natürlich jetzt kein Fischweiher. Ja, hier waren auch Fischweiher. Da steht auch noch ein bisschen das Wasser drin. Man sieht hier vielleicht so ganz leicht die Relikte. Hier ist man so ein bisschen erhobenen Boden. Jetzt bin ich praktisch bei diesen Weihern hier. Und hier geht es jetzt so eine Senke runter. Und da waren wohl auch mal Fischweiher. So ein ganzer Sprung, 3-4 Stück. Größere und kleinere. Und allzu viel sieht man da nicht mehr davon. Ich weiß nicht, kommt man hier durch? Ich kann es ja mal probieren. Hier ist leider ein eingezäuntes Gelände. Und hier wächst ein ganzer Schwung von Pilzen. Ja, die haben so einen richtigen Hexenring gebildet. Ganz interessant, ob sie jetzt zu dieser Jahreszeit ist das schon etwas außergewöhnlich. Ja, hier sieht man so wirklich die allerletzten Relikte der ehemaligen Weiher im Jahr 1840, wenn man da sicher nicht trockenen Fußes rübergekommen, höchstens wenn man da zwischen den Weihern gegangen wäre. Und heute ist es auch etwas schwer mit trockenen Fuß hier rüber zu kommen, weil hier alles ziemlich unter Wasser steht. Ja, und hier fließt ein kleines Bächlein. Damit wurden wohl die Weiher reguliert. Zusätzlich zu dem Wasser, das da oben da floss. Also ganz interessant. Ja, und hier, das ist jetzt eingezäunt, da waren dann auch 2, 3. Hier wahrscheinlich so am Waldrand noch ein kleinerer Weiher. Da schauen wir jetzt mal hin, das umgehe ich jetzt. Muss mich wahrscheinlich ein bisschen durch Gestrüpp arbeiten. Aber schauen wir mal. Hier wird es jetzt auch sehr feucht. Da muss ich mich jetzt sehr am Rand halten. Sehr nass. Ja, jetzt komme ich an die Abbruchkante hier, da ist es dann wieder etwas trockener. Und wie gesagt, hier waren allerlei Weiher. Ja, jetzt gehe ich hier etwas hoch, weil hier scheint so ein rudimentärer Weg zu sein. Da komme ich dann wahrscheinlich ein bisschen besser durch. Mal gucken. Ist gar nicht so einfach, auf historischen Stätten sich vorwärts zu bewegen. Vielleicht sehen wir hier Relikte. Da war noch irgend so ein kleiner Weiher. Vielleicht sind da noch Relikte vorhanden.
Und hier unten waren auch noch mal zwei oder drei Weiher. Und da links davon oberhalb vielleicht auch noch ein kleiner. Muss mal auf die Karte gucken. Ja, da wo jetzt mein Daumen ist, oberhalb davon ist so ein kleiner Weiher. Der könnte da drüben gewesen sein. Schauen wir mal, ob wir da was sehen. Ja, da ist noch so ein richtiger Weiher. Ich glaube, da können wir vielleicht noch so kleine Überreste sehen. Schauen wir uns das mal näher an. Ja, das ist immer noch sumpfig. Also das war dieser vermutlich der kleine Weiher. Da fließt auch noch ein Bach durch. Ja, wie gesagt, da unten war ein Weiher. Und hier fließt jetzt der Bach ungehindert durch. Und dann war hier wohl auch noch mal ein etwas kleinerer Fischweiher. Nehme ich jetzt mal an. Und jetzt muss ich dann nachher mal schauen, dass ich irgendwo über diesen Bach drüber komme. Ja, und hier steht auch noch das Wasser drin. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht im bodenlosen Morast versinke. Und dann muss ich noch mal eine passende Stelle finden, wo ich über diesen Bach drüber komme. Aber hier ist er relativ schmal. Das sollte eigentlich machbar sein. Ja, der Untergrund ist sehr schmierig hier. Und ich denke, hier werde ich jetzt mal drüber springen. Dazu muss ich aber jetzt die Kamera zur Seite legen. Ja, ich konnte halt drüber springen. Jetzt stehe ich schon wieder vor dem nächsten Morast. Muss mal jetzt schauen, wo ich da halbwegs trockenen Fußes weiterkomme. Es hat halt auch viel geregnet. Letzte Nacht hat es viel geregnet. Das ist jetzt ein bisschen ein Nachteil bei meiner Begehung der ehemaligen Fischweiher, weil da natürlich relativ viel unter Wasser ist. Ja, und hier kann man auch richtig gut die Mauer erkennen. Der war wahrscheinlich temporär sogar um einiges größer jetzt als auf dem Plan von 1840. Hier sieht man auch den Bach, den ich gerade überquert habe. Der ist da auch noch mit eingezeichnet. Und da hingen zwei Weiher hintereinander. Und der war temporär hier wahrscheinlich ganz schön groß, wenn ich diese ganze Mauer hier, also diesen Wall hier anschaue, war der größer als auf der Karte. Zeitweise größer, als man es auf der Karte sieht. Und das, wo der dann aufgegeben wurde, das ist dann auch schon eine ganze Zeit vorbei. Das ist wahrscheinlich an die 100 Jahre, weil hier sind wir ganz schön dicke Bäume. Da könnten die Ältesten fast 100 Jahre alt sein. Also die hier sind schon ganz schön dick. Wie hier Wasser drin war, standen die noch nicht. Ja, und jetzt geht es gleich rüber zu den nächsten Weiher. Das waren 8 Stück. Also eine richtige Menge von Weihern. Da kam einer nach dem anderen. Und das hatte ich ja auch schon mal vermutet, dass das hier Fischweiher waren. Habe ich mich also nicht getäuscht. Seit dem Wochenende weiß ich es, seitdem ich diese Karten entdeckt habe. Ja, hier kann ich gar nicht richtig rein. Hier steht richtig Wasser. Das ist fast noch ein richtiger Fischweiher jetzt, nachdem es letzte Nacht so viel geregnet hat. Also hier bin ich ja auch schon rummarschiert und da war das nicht so unter Wasser. Also wird es heute ein bisschen schwieriger, die abzugehen, aber durch das Hochwasser sieht man es natürlich jetzt auch besser. Oder mal Weiher waren. Und hier sieht man ja auch allerlei Bäume. Also auch Bäume, die das Hochwasser anscheinend ganz gut verkraften. Und man sieht auch, die sind so alle, glaube ich, jünger als 100 Jahre. So. Also ich habe dann noch eine Karte von 1929 entdeckt. Da sind diese Weiher schon nicht mehr als Weiher eingetragen. Also man kann sagen, die sind wahrscheinlich vor gut 100 Jahren, wahrscheinlich noch vor oder während des Ersten Weltkriegs. Irgendwann wurden sie dann aufgegeben. Beim Ersten Weltkrieg brauchte man ja noch was zu essen. Ich könnte mir vorstellen, dass es da noch gab. Aber da bräuchte man jetzt entsprechendes Kartenmaterial, um zu sehen, wann es die gab und wann nicht mehr. Und interessant hier, mein recht dicken Baum, der stand wohl schon damals. Weil der ist sicher mehr als 100 Jahre alt. Ja, da ist dieser dicke Baum. Und hier war wahrscheinlich der Rand des untersten der oberen Fischweiher. Ich kann es euch gleich mal noch auf der Karte zeigen. Ja, da wo jetzt mein Daumen ist, war ein relativ großer Fischweiher. Und dann folgte einer nach dem anderen. Das waren dann insgesamt an die 8 Stück. Und der hier bestand aus einem größeren und hinten
dann noch so einen ganz kleinen dazu. Ja, da folgt dir jetzt ein Fischweiher nach dem anderen. Wo wir jetzt dann noch so alte Wälle sehen, da sehen wir praktisch dann die Trennlinien. Da hinten kommt schon ein Wall, da können wir auch noch mal hintergehen. Da bin ich auch schon mehrmals mit euch hintergegangen. Aber heute haben wir noch eine Karte dazu, eine alte historische, wie schon gesagt, aus dem Jahr 1840. Ja, jetzt folgt dieser erste Wall. Da sind wir jetzt wahrscheinlich, wenn wir jetzt mal meinen Daumen das betrachte, zwischen diesen beiden Weihern dann. Also ehemaligen Weihern natürlich. Und hier haben wir noch den Wall. Und das Ganze wurde da so vor wahrscheinlich 100 Jahren oder schon länger her aufgegeben. Und so entstand dann ein Wald. Aber hier sieht man ältere Bäume am Wall. Die wuchsen da praktisch am Rand der jeweiligen Weiher. Ja, und hier war ja dann wahrscheinlich dieser zweite oder dritte Weiher. Hier kann man sogar durchgehen. Hier, das liegt alles ein bisschen höher. Ich schaue mal, ob ich hier durchkomme. Wir bewegen uns jetzt halt auf dem Boden eines ehemaligen Fischweihers. Und da hinten ist auch ein Bach, also der Schlehenbach, der das Ganze bewässerte. Ja, sieht hier alles sehr feucht aus. Ah, das ist so ein Doderarm des Baches. Das ist sozusagen Altwasser des Schlehenbachs oder dieses zweiten oberen Fischweihers, kann man auch sagen. Ja, hier sieht man wieder schön den Schlehenbach. Und weil es heute Nacht viel geregnet hat, steht da jetzt auch richtig viel Wasser. Ja, da fließt das Wasser so richtig schön und da hinten, da hört man es richtig rauschen. Da ist ein kleiner Wasserfall. Das schauen wir uns gleich mal an. Ja, hier fließt das Wasser durch den Wall hindurch. Ist interessant. Aber das ist so mit losen Steinen aufgeschüttet. Dann kann das Wasser auch durchfließen. Und dann landet man schon wieder beim nächsten Fischweiher sozusagen. Ja, jetzt sind wir wahrscheinlich bei dem dritten Weiher. Also rechts von meinem Daumen. Hier, der war etwas kleiner. Und hier bin ich jetzt so zwischen zwei Wellen. Und da sieht man das Ganze sehr schön. Also es ist eine interessante Lost Places sozusagen. Das sind auch etwas ältere Bäume. Ganz interessant. Und einer, da sind auch ein paar kaputt gegangen, weil da wahrscheinlich das Wasser jetzt wieder höher steht. Eine Zeit lang stand es wohl etwas niedriger. Ja, hier ist sehr sumpfig. Kann sein, dass ich jetzt zurück zum Weg muss. Und hier ist auch ein rechtes Dickicht. Ich glaube, das erspare ich mir jetzt. Also durch diesen Fischweiher, ehemaligen Fischweiher, kommt man nicht so gut durch wie jetzt durch den anderen. Ich glaube, ich umgehe das jetzt über den Weg hier. Ja, hier waren dann praktisch der vierte und der fünfte Weiher. Ich komme schon mit der Reihenfolge wahrscheinlich durcheinander oder der dritte und der vierte. Ich weiß es nicht genau. Also das waren ja auch massig Fischweiher hier. Ich gehe hier mal wieder auf den ehemaligen Damm. Und ja, da können wir dann glaube ich auch wieder direkt entlang gehen, um dann noch etwas mehr zu sehen. Ja, da spiegelt sich so schön der Himmel. In dem Ganzen, das sieht doch wunderschön aus. Ja, und da sieht man auch schön den Steinwall, den wir auch schon vorhin sahen. Na, diese beiden Bäume stehen voll im Wasser. Ich glaube, die sind auch schon kaputt. Ja, denen war das zu viel Wasser. Es muss mal eine Zeit lang hier trockener gewesen sein. Ja, und hier sieht man lauter alte Wälle, wo man das Wasser reguliert hat. Für diese ganzen Fischweiher hier. Also das sieht doch alles sehr interessant und spannend aus. Momentan geht's. Man kann jetzt hier durchgehen. Im Sommer holt man sich hier wahrscheinlich massig Zecken. Ich schau mal, ob ich hier drüber komme. Sieht etwas holprig aus, muss ich aber erstmal die Kamera einstecken.
Ja, ich bin jetzt hier halt drüber gekommen, ohne mir einen Knöchel zu verstauchen. Das wäre nämlich dann nicht so gut. Und hier mal wieder einen richtig großen Wall. Also schon interessant hier. Ja, hier muss man schon aufpassen, dass man kein Loch oder sonst was versinkt. Und das hier sieht doch auch schon wieder interessant aus. Ja, hier gibt es natürlich auch noch allerlei Seidencreme. Ich schau mal, vielleicht da oberhalb könnte ich vielleicht weiterkommen. Mal gucken. Bin natürlich jetzt recht im Unterholz gelandet. Möchte auch keine Tiere aufscheuchen, aber hier sehe ich jetzt keine Tiere. Sollte schon soweit okay sein. Ja, ich konnte jetzt diesen Graben ohne größere Kollateralschäden überwinden und versuche mich jetzt hier durchzuschlagen, aber das sieht hier schon recht übel aus. Ich glaube, ich gehe hier über diesen Steilwall zurück. Ich hoffe jetzt hier, dass ich hier nicht im Sumpf versinke. Das sieht jetzt etwas kritisch aus. Da muss ich jetzt auch mal die Kameras wieder ablegen. Ja, hier ist wieder ein Steinwall, wo ich das Ganze, glaube ich, überwinden kann. Hier sind aber auch Brombeersträucher, so Überreste, recht dornige Sachen. Da muss ich aufpassen. Muss ich jetzt schon wieder die Kamera zur Seite legen. Ja, ich kam jetzt auch hier halt drüber und versuche mich jetzt mal hier durchzuschlagen. Sieht alles etwas schwierig aus. Alles nicht so einfach hier. Wenn man sich auf historischen Pfaden bewegt, ist das alles nicht so leicht. Hier sind mal schöne Baumpilze, das sieht doch toll aus. Ja, hier ist ein alter Ball. Der ist schon fast zersetzt, der hat auch schon einige Jahre auf dem Buckel. Wurde vielleicht mal bei Hochwasser hierher gespült. Denke nicht, dass hier Kinder beigespült haben. Ja, hier war auch mal alles eingezäunt. Ist noch ein alter Zaun. Den kann ich jetzt gut überqueren und dann komme ich jetzt auf den nächsten Wall. Da, wo ich öfters entlang gehe, glaube ich. Ja, und hier ist der nächste Wall. Und drüben ist ja der Sumpf immer, an den ich vorbeigehe. Jetzt über diesen Wald gehe ich ja öfters drüber. Ja, ich denke, ich bin jetzt bei diesen oberen Weihern. Da wieder, wo mein Daumen ist. So, hier sieht man. Und jetzt gucke ich, können wir heute noch diese kleinen Weiher mal schauen, ob man da was sieht. Da kommt jetzt dann noch so etwas oberhalb im Seitental. Das können wir heute noch inspizieren. Und dann lassen wir es für heute gut sein. Die anderen können wir dann ein andermal dann begutachten. Na, da rauscht halt richtig das Wasser durch. Ja, und hier waren ja diese oberen Weiher. Da war ich ja neulich schon. Können wir noch mal da so durchgehen und es auch noch begutachten. Und dann geht es auf der anderen Seite zurück. Ja, hier sieht man die Welle weiterer Weiher. Da bin ich das letzte Mal schon durchgegangen. Ich gehe jetzt noch ein Stück weiter hoch und dann gehen wir rechts rüber. Müssen ja jetzt nicht jeden einzelnen Ball gehen. Irgendwann wird es ja auch ein bisschen langweilig. Oh, ich bin schon spät dran, merke ich gerade. Es ist schon 16:30 Uhr. Also ich sollte jetzt dann mal rechts rüber gehen. Und dann zurückgehen, weil es ja schon bald dunkel wird. Ja, hier ging auch mal ein regulärer Weg im Jahr 1840 zum anderen Weg rüber. Den sieht man heute nicht mehr gut. Der wurde wohl aufgegeben. Ja, dann gehe ich jetzt, glaube ich, mal hier rum. Oder ich überquere diesen Bach erst noch etwas oberhalb und dann schaue ich, dass ich rechts irgendwie rüberkomme. Früher die vier oberen kleinen Weiher. Das sieht man an diesem Bachverlauf. Na, hier fließt auch richtig das Wasser durch. Und hier müsste etwas oberhalb dieser rudimentäre Weg sein. Mal schauen, ob ich ihn finde.
Ja, da drüben geht was rüber. Ich glaube, da bin ich auch das letzte Mal entlang gegangen. Ja, diesen Weg hier gab es auch schon 1840. Natürlich sah der auch etwas anders aus. Und hier geht jetzt rechts was weg. Da war auch 1840 schon ein Weg. Und den folgen wir jetzt einfach mal auf historischen Wegen sozusagen. Ja, diesen Weg gab es schon 1840, aber da wurde jetzt was abgeholzt. Ich glaube, ich kürze hier ein bisschen ab und gehe hier diesen Wall entlang. Da war wahrscheinlich der oberste der kleinen Seen. Ich meine, es kommen da noch weitere ehemalige Seen, aber die machen wir dann das nächste Mal. Ja, wahrscheinlich war hier kein See mehr, oder war ja, aber hier rechts davon. Das ist sozusagen jetzt der letzte Wall, bevor es dann zu den eigentlichen ganz oberen Seen geht, die wir dann das nächste Mal inspizieren, wo auch noch ein paar heute existieren, wie zum Beispiel der Kasperlesweiher. Das ist übrigens ein lustiger Name, finde ich. Ja, jetzt muss ich hier noch einen Graben überwinden. Mal schauen, wie ich da drüber komme. Könnte hier eigentlich gleich gehen. Muss ich aber wieder... Ja, diesen Graben konnte ich jetzt auch gut überwinden. Also diesen Bach. Und hier geht es weiter entlang. Der alte Wall. Und hier steht auch einiges unter Wasser. Schauen wir mal, ob ich da durchkomme, ohne dass ich im bodenlosen Morast versinke. Jetzt wird es etwas dramatisch. Ja, nicht ganz ungefährlich, etwas riskant, aber der Boden hält. Ich versinke jetzt nicht bis zu die Knie, aber man sieht, hier steht überall das Wasser ganz schön ordentlich. Eigentlich hätte ich da den Wall entlang gehen sollen, aber dann wäre es jetzt nicht so spannend. So ist die ganze Geschichte etwas spannender. No risk, no fun. Ja, das sieht ja auch lustig aus. Ja, gar nicht so leicht, hier trockenen Fußes durchzukommen. Aber irgendwie schafft man es ja dann doch. Weil schon nicht gleich absaufen. Ja, ist nicht ganz ohne hier. Ich hoffe jetzt, dass dann hier mein Weg ist. Ich schau mal, ob ich hier durchkomme. Trockenen Fußes, halbwegs trockenen Fußes. Nicht, dass ich bis zu die Knie oder Oberschenkel im Sumpf oder Wasser versinke. Ja, hier scheint so eine Art Rückegasse zu sein. Schön morastig, aber die müsste mich auf den eigentlichen Weg führen. Aber das sieht ja wirklich übel aus. Wahrscheinlich übler, als wenn ich hier querfeldein durchgehe. Oh, die sieht schlimm aus. Mal schauen, wie ich da durchkomme. Hier komme ich auch nicht durch. Ich muss jetzt doch hier oben etwas über den Matsch gehen. Und dann vielleicht wieder ausweichen. Wieder in die Botanik ausweichen. Ja, Holzfäller arbeiten, wenn alles so matschig ist, ist halt nicht so gut. Da wäre jetzt Frost besser, dann käme ich da um Klassen besser durch. Ah, ist das übel. Ja, da habe ich mir so den übelsten Weg ausgesucht, den man sich vorstellen kann. Da kommen wir wirklich jetzt querfeldein besser voran als auf diesem Weg. Jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich hier da in keiner Schonung lande und da nicht mehr rauskomme. Ja, ich bin relativ weit abgekommen. Ich dachte, ich bin viel näher an meinen eigentlichen Weg. Aber der ist wohl da drüben. Ich muss mich also hier noch ein paar hundert Meter durch schwieriges Gelände durchkämpfen. Sollte aber noch zu schaffen sein, bevor es dunkel wird. Notfalls könnte ich ja mein GPS auspacken, aber ich glaube, ich brauche es nicht.
Ich orientiere mich hier an den Sonnenstrahlen, weil da ist ein Hang da drüben. Und da ist dann auch der eigentliche Weg. Ja, da ist er ja schon, wieder erwartend. Treffe ich jetzt eher auf ihn, als ich gedacht habe. Den Matschweg lasse ich Matschweg sein und komme dann auf den eigentlichen Fahrweg. Und da hinten ist auch der heilige Platz. Da habe ich auch gleich die Stelle wieder erkannt. Ja, wenn man so querfeldein durch den Wald geht, kann man relativ schnell die Orientierung verlieren. Ist gar nicht so einfach. Ich meine, ich hätte hier jetzt immer mein GPS-System. Aber ohne ist halt das Ganze noch ein bisschen reizvoller. Ist ja langweilig, immer nur mit GPS herumzulaufen. Ja, jetzt muss ich noch irgendwie hier heil runterkommen und dann müsste es aber schon passen. Ja, das ist nochmal matschig. Ja, ging alles gut. Ja, und dann sind wir hier schon bei den ersten der oberen Weiher. Das dürfte jetzt praktisch hier sein. Und diese oberen Weiher, die erkunden wir dann das nächste Mal. Aber hier bei dem heiligen Platz sieht man gleich die Welle. Und das sind ganz schön hohe Welle, also hohe Staumauern, womit man da diese Fischweiher da praktisch aufgestaut hat. Wir können uns ja den einen mal noch angucken. Und da sieht man praktisch die Überreste. Da sind schon recht große Bäume. Also die wurden vielleicht dann noch mal etwas früher aufgegeben. Naja, da oben sieht man die letzten Sonnenstrahlen des heutigen Tages. Aber endlich mal wieder Sonne und man merkt doch, die Tage waren deutlich länger. Es geht jetzt schon auf 5 Uhr zu. Ja, das war doch heute eine schöne Tour. Interessant, auf historischen Pfaden. Lost Places erkundet. Jetzt haben wir hier wieder die unteren aufgelassenen Fischweiher. Ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen wie mir. Also war super, wenn euch der Film gefällt, dann bitte das Ganze mit erhobenen Daumen liken. Ich freue mich über eure Kommentare. Fragen versuche ich wie immer zu beantworten. Und ganz besonders freue ich mich natürlich über jeden neuen Abonnenten. Ich sage jetzt mal auf Wiedersehen, macht noch nicht aus. Es können vielleicht noch ein paar Szenen oder sogar noch ein zweiter Film folgen. Ja, was liegt denn hier herum? Stopp, Forstarbeiten, Lebensgefahr. Ah, da waren, die haben wohl heute im Laufe des Tages hier irgendwas gearbeitet und haben das jetzt zur Seite gelegt. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber da zwitschert es schon so schön. Das sind sozusagen die ersten Frühlingsboden. Jetzt heute Nachmittag wurde es ja richtig frühlingshaft. Heute Morgen war es noch richtig ekelig. Und morgen soll es, glaube ich, ziemlich schön und warm werden. Und hier sieht man schön den Mond. Muss ich allerdings sehr ruhig halten, das ist 40-fach Zoom.